Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von meinem Kanal WinkelWP. Ich bin wieder Star Wars Battlefront 2 und zwar auf Geonosis mit dem guten Lando Calrissian, denn den habe ich noch fast nie gespielt. Und das zeige ich noch in einem Video und ihr merkt es schon. Ihr Pusten und Schnupfen. Extrem ätzend und vor allem, das habe ich schon seit der Bordog. Das letzte Video ist am Freitag rausgekommen statt am Donnerstag. Das Ganze hat einfach den Grund, dass ich einfach mal 4 Tage im Urlaub war. Und ja, genau, das ist so die Begründung. Funktioniert das wieder nicht? Aber passiert. Was jetzt? Hä? Ihr habt doch geschossen! Manchmal verstehe ich die Fähigkeit nicht ganz. Wir haben mal die unnütze Rauchgranate runter. Ey, sag mal, funktioniert hier irgendwas? Ihr könnt euch nicht verstecken. Ey! Seht euch das an! Okay, gerade funktioniert irgendwie überhaupt nichts. So, schon mal. Lasst euch nicht abknallen, verstanden? Oh nein, ich veraim komplett. Oh nein, der will sich rächen. Oha. Ist ja gerade ein bisschen weniger kommentiert, weil wir gerade ein bisschen angespannt war. Aber ja, eigentlich umsonst, weil geht haben wir direkt verloren gehabt. Ja. Oh, Alter, das Husten nervt so. Vor allem muss ich mir die ganze räuspern. So, schon mal das mit dem direkt erwischen. Schade. Ein Kopfgeldjäger. So muss ich da seine Raketen schießen, oder? Oh! Sarin. Oh ne, schnell in die Höhle. So, er muss unbedingt die Stun-Granate besser ausnutzen, weil das ist eigentlich so das Beste an dem guten Lando. Hey, hier ist meine Schussbahn. Okay, wir sind gerade alle gut beieinander, das ist sehr schön. Oh, die hat sogar gekriegt. Hätte ich nicht gerechnet mit. Han hat euch erzählt, ich wäre ein Glücksspieler. Da sagen wir, die Granate bringt einfach so viel. Lando hat eine ziemlich coole Sprüche. Aber ja, ihr habt ihn eigentlich nur kaum aufgelevelt. Bin ich eigentlich schon mit gestorben? Ja, stimmt, Lommel. Okay, aufgepasst. Hä? Beachte den Rauch gar nicht. Oh Mann, das Husten. Ja. Ja, das müssen wir gar nicht beachten, weil das ist sowieso nicht gut. Jetzt endet es. Oh, den habt ihr mir nochmal geklaut. Sorry, falls es jetzt ätzend ist für euch, die Folge gut zum Schauen, aber es ist ja ziemlich ätzend, die Folge so aufzunehmen. Von daher gleicht es irgendwie ein bisschen aus. Ey, es hat wieder nicht funktioniert. Unterschätzt du mich hast. Warte, lass ihn kommen. Schade, den haben wir nicht mehr gekriegt. Schade, ich habe vorher schon mal versucht aufzunehmen. Hab dann mir allerdings außerdem gemutet und dann hat man gar nichts gehört. Da war es mit dem Wurst noch nicht so schlimm, da war es eigentlich voll okay. Komm schon, ein Hit! Nein, ein Hit! Überleg es dir lieber nochmal. Ist das hinter mir noch was? Ich werde mal noch ein Headset. Na, schade, jetzt müssen wir mal vorwärts durchrennen. Okay, wir sind jetzt eine Unterzahl, das erklärt dann wahrscheinlich einiges. 29, 24, okay, aber wir sind momentan in Führung. So ist es ja nett. Was haben wir denn da? Die Götterbuske sitzt vorne, okay, sehr gut, der ist vorbeigelaufen. Mal sehen. Oh, den haben wir schnell erledigt. Ich glaube, da ist noch mehr, ne? Hey, ich hab mich aufgeräumt, wie kannst du mich wehren?
probiert zu bezünden und hab dann aus diesem Schießen gedrückt. No! Und da sagt man mal, wie gut ich den aufgelevelt habe. Ich bin jetzt mit Lando Stufe 3. Also ich spiele eigentlich fast nur Lando, also. Wieso klar? Das heißt, mal schauen, dass wir wieder auf die andere Seite rüberkommen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut über die Höhle hier. Na, wobei, ich glaube, ich laufe lieber so rum. Ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Ja genau, aber Lando ist eigentlich ein ziemlich cooler Held. Ich glaube, der wäre sogar ziemlich unterschätzt und muss sagen, eigentlich einfach mir. Weil wenn man den erst im Gegner zieht, okay, dann merkt man erst, wie gut der eigentlich ist mit seiner Stun-Granate. Aber wenn er dann nicht ready hört und auch nicht diesen Schuss in der Mitte, der ist nämlich echt ziemlich spaßig. Dann ist er schon echt ziemlich schwach, muss ich sagen. So, jetzt hätte ich aber gerne mal wieder Gegner sehen. Komm schon, ein Schuss noch! Was? Seit Granate lasst sogar mein Ding überhitzen? Komm schon, ein Schuss! Ein Schuss! Alter, ich war gerade so überfordert, hier hab nichts mehr drauf, oder? Ich finde es so cool, wenn man mit seiner Pistole so schnell schießt. So. Und wir haben eine Granate da noch hier. Und dann zünden. Hey, dreh dich um! Erstaunlich, dass sich das Imperium auf die Oh, was ist denn da uns? Achtung, Lea! Oh ne, oh ne! Nein, warum werde ich immer von dem Drücken, wie ich mich gerade abhöre? Ah, schade. Ich glaube, ich setze diese mittlere Fähigkeit da viel zu schlecht ein. Ich glaube, ich sollte sie einsetzen, wenn ich im Nahkampf bin. Ich glaube, es ist schon besser, wenn ich auf meine Granate warte oder hoffe. Alter, immer diese Spawns, vor allem auf Geonosis. Man lauft einfach so lang. Geonosis ist die absolut schrecklichste Map für Helden vs. Schurken. Einerseits, weil Boba einfach viel fliehen kann. Und andererseits, weil es einfach so groß ist. Und jemand groß war ja für Blasterhelden schon mal nicht so schlecht. Die kann ja da schon mal Viere schießen. Aber nein, es ist ja einfach so verwinkelt. Dieses Mal spiele ich nicht den perfekten Gastgeber. Ah, jetzt war er natürlich wieder rausgekommen. Vader erledigt euch bei erster Gelegenheit von hinten. Willkommen in der hinten, wenn man Gegner erledigt, ist man schon krass. Runter da. Ey! Ja gut, ich glaube, da habe ich ziemlich wenige Chancen. Wie wir so hochgeschmissen waren. Aber ich bin gar nicht mehr so schlecht drauf. Ich sollte nie mit Lando spielen, da ich gerade wirklich nicht gut mit dem bin. Aber naja, es läuft trotzdem ein bisschen. Ja, Rückrunde wird wahrscheinlich eher schwierig. Weil die Runde dauern ja so viel so lange, wenn man noch im Spawn so lange laufen muss. Jetzt hab ich dich. Wenn man sieht, die Fähigkeit hat vielleicht nur hier zu. So, vielleicht eher nur warten, damit ich vielleicht einen anderen senken kann. Aber ja. Ich spiele Lando jetzt mit Stufe 3. Ist nicht klar, dass ich mit dem. Nein! Die wollte gerade schießen! Der war doch schon so gut wie tot gehen. Ich triff nichts! Heute bin ich. Hä? Hey! Das wird schon wieder nicht Zeit. Puh, ey, wer hat den gerade gestand? Oh mein Gott, Chewie, danke. Ich hab schon wieder vergessen, das Stun-Granate zu schmeißen. Okay, der ist gestunt und wird rumgeschmissen. Schade, weil ich glaube, der Stun funktioniert sowieso nicht mehr so, wenn man rumschmissen wird. Was? Wo hat er denn seinen Blaster befestigt? Ich habe mich eigentlich noch nie gefragt, wo er seinen Blaster befestigt, wenn er seine Raketen schießt. Der hat den einfach vor seinem Gürtel schweben gehabt? Also, ob er den irgendwo druckklipsen kann, bezweifle ich, dass es so leicht geht. Oder sein Gurt drauf. Oh mein Gott, ich muss laufen! Das dauert so lang. Ich bin wirklich kein Kämpfer. Bleib mal hier, Maul. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich so bewegt. Das Glück.
Boba, hör auf! Er hätte mir der Boba nicht abgeschossen, ich hätte den sogar noch gekriegt. Aber das mit dir, da wischst du dir eigentlich gemeint, der ist nur so weit weg und drischt einfach wütend in der Luft umeinander. Mal sehen. So, der weiß wahrscheinlich Akku auf diese. Achtet auf eure Sensoren, ja? Okay, so leider sauer zu hüpfen. Man lauft doch nicht weg jetzt! Ha, immerhin! Bist du geblendet? Sieh dich an! Also hey, nicht mal geblendet. Ja. Oh mein Gott! Ja gut, da bin ich tot. Aber 11.000 Punkte, ich bin sogar Zweiter insgesamt. Wie konnte es sein? Wie kann das sein? I do not understand. Okay, immerhin mal guter Spawn, immerhin mal ein bisschen in der Action. Hä? Warum ist der denn nicht obisiert worden? Oh nee, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Oh nee. 12.000 Punkte, ich bin immer noch Erster in meinem Team und Zweiter insgesamt. Ja, läuft. Oh mein Gott, aber diese Runde dauert so lang. Ich vermute einfach, dass es so lange dauert, weil die ganze Zeit diese Leute spawnen müssen und so weit laufen müssen. Wir sind mittlerweile wieder 4, aber ich glaube, das ist schon länger so. Ja, wie gesagt, wenn man so eine Stimme komisch hört, ich bin immer noch verschnupft. Gut, dass mich hier immer so nah an der Action spawnt. Vorher bin ich auch mal so nah gespawnt, hab's direkt zu behäblich genommen und bin direkt gestorben. Ey, du kannst doch nicht zu weit weg sein. Oh no. Schreit. Komm schon, kill ihn. Wo ist er? Oh ne, Boba. Schlag ihn, schlag ihn. Oh ne, oh ne, ich wollte die Fähigkeit nicht ernehmen. Oh, ich hab ihn. Er ist tot, er ist tot! Vader! Ich hab'n! Boah, mein Gott, das war jetzt richtig lucky. Ich bin immer der Zweite. Alter, wie fast man fliegt. Ich finde das so cool in dem Spiel. Zuerst das Runterschmeißen ist immer so lustig, aber also vor allem, wenn man selber geschmissen wird. Aber es ist einfach so. Es schaut einfach so cool aus, wie so die Leute rumfliegen. Ich hoffe, das Spiel ist nicht ganz der Reichweite. Auf der man mit dem Lando Kämpfer sieht. Oh, 1 zu 1, 1 zu 1, sie darf jetzt nicht sterben. Oder Corner darf sterben, aber ja gut, bis sie da bin, ist die Runde vorbei. Komm schon, Team. Ja! Wir haben Corner! Okay, sehr gut, dann habe ich hier unser Sitzerzeug. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch der Park gefallen hat. Wenn ihr das gerne ein Like und ein Abo dort, dann sehen wir uns vielleicht nächstes Mal wieder. Ciao!